Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rümwelt. In der letzten Folge hatten wir ja einen großen Stammesmitgliederangriff. Wir haben jetzt, glaube ich, leider nur noch zwei Leute gefangen nehmen können. Einmal Weiß und einmal Türkis. Und die wollen jetzt einen Gefängnisausbruch machen. Mike Lichti, kannst du kurz vielleicht mithelfen? Ich glaube Ramon. Ja, Ramon will mit raus, will auch fliehen. So, komm, lauft mal. Mike Lichti, du kannst eigentlich auch hier lang laufen und dann versuchen wir die einfach mal. Ich will sie eigentlich nicht abschießen, wir boxen sie, würde ich sagen. So, die sollen uns auf jeden Fall nicht fliehen, das wäre nicht so gut. Und Gabri, du kannst gerne Weiß kloppen und Cyotex, du kannst gerne mithelfen. So, das wäre jetzt ein bisschen traurig, wenn wir die Leute hier killen würden, aber okay, es klappt. Okay, gut. Können wir die kurz fangen? Ja, das geht. Und Ramon, du wirst von Reaction schon verwendet. Sehr gut. Okay. Gut. Gleich mal am Anfang der Folge hier ein Gefängnisausbruch. Auch nicht schlecht. Ich guck nochmal, denen geht's eigentlich ganz gut. Haben jetzt nur ein paar Schläge abbekommen. Also da dürfte eigentlich jetzt erstmal nichts passieren. Ansonsten hoffe ich, dass wir es heute hinkriegen, die zweite Sprungkolonie zu bauen. Also ich bin sehr zuversichtlich. Ich muss nochmal gucken. Ich habe ja, glaube ich, jetzt nochmal ein bisschen was hier an Tiefenbohrer gebaut, damit ich mehr Treibstoff oder mehr Kraftstoff fördere. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Wir haben jetzt 163 schon im Lager. Das ist nicht genug. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen warten. Ich hoffe, dass es halt relativ zügig erledigt wird. Wir können auch noch ein bisschen beschleunigen eigentlich. Ja, beschleunigen wir mal ein bisschen. Beziehungsweise wir können mal kurz noch die Weltkarte laden, weil ich die ja sowieso heute noch brauchen werde. Und ich denke mal, wenn ich so vielleicht 500 Kraftstoff habe, werde ich den mal rüberschicken. Das dürfte eigentlich erstmal reichen. Wobei, wir bräuchten schon ein bisschen mehr. Wie sieht's hier aus? Hier müssen noch die Kapseln alle gebaut werden. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Aber stahlmäßig sieht's eigentlich ganz gut aus. Da habe ich auch noch eine Menge Aufträge. Hier unten haben wir Silber. Das können wir natürlich auch noch abbauen. Und die Bauteile wären halt noch ziemlich wichtig. Gucken wir mal, ob ich hier drüben habe ich auch nochmal Bauteile, hier habe ich nochmal Bauteile. Das ist auf jeden Fall sehr gut und ich würde sagen, ich baue mich halt erstmal hier dann durch, damit die nicht so weit drumherum laufen müssen. Aber an sich haben wir hier eigentlich ziemlich viel Zeug. Also Zwerg und Epsilon müssten eigentlich die ganze Zeit was zu tun haben. Wir könnten eventuell vielleicht auch mal einen Tisch noch hinbauen, damit die dann nicht ohne Tisch essen müssen. Das wäre vielleicht auch keine schlechte Idee. Machen wir einfach mal hier einen kleinen Tisch. Was soll man den draußen hinsetzen? Eigentlich ist es egal. Wir setzen mal hier hin und dann noch einen Stuhl. Das dürfte dann erstmal reichen. So, ein Zwerg übernimmt das schon. Das ist sehr gut. Ansonsten sind die Launen bei neutral. Luxuriös, gemütlich, echt. Brauchbares Schlafzimmer. Ja, wahrscheinlich wegen dem Bett halt. Ansonsten ist es natürlich hier 36 Grad, das ist ein bisschen ungünstig. Ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, die passive Kühlung habe ich auch schon erforscht. Genau, die könnte man da mal reinsetzen. Das kühlt dann auf wie viel Grad runter? Ich weiß es gar nicht. Nee, wobei passive Kühlung da reinzusetzen, dann ist es denen wahrscheinlich zu kalt. Ach, ich lasse es einfach mal so. Ich hoffe einfach nur, dass das hier ein bisschen schneller geht mit dem Kraftstoff. Aber wenn die jetzt natürlich noch hier eine Party feiern, dann dauert das Ganze noch ein bisschen länger. So, schauen wir hier nochmal vorbei. Also ich bin am Überlegen, die Kolonie vielleicht jetzt schon aufzulösen. Aber eigentlich habe ich noch Zeit. Eigentlich muss ich das jetzt noch nicht machen. Aber ich könnte eigentlich schon mal so ein paar Sachen rüberschicken. Ich glaube, das wäre schon mal nicht schlecht. So zum Beispiel Planstahl, 2000 Planstahl, dass wir den schon mal irgendwie langsam mal rüber transportieren, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Oder den Uran, also oder das Uran könnten wir auch mal rüber transportieren. So. Damit wir dann hier wenigstens schon mal das Lager ein bisschen leerer bekommen. Ansonsten, ich weiß nicht, ob ich hier noch irgendwas abbauen möchte. Also wir werden natürlich dann die Geothermiekraftwerke und so werden wir dann natürlich abreißen, aber ansonsten, ich glaube, so viel lag hier auch nicht mehr rum, was jetzt, also offen liegender Stahl oder so, den würde ich natürlich jetzt noch abbauen, aber ich glaube, das meiste haben wir eigentlich schon abgebaut. Gut, wir haben hier noch ein bisschen Planstahl,
Das müssen wir auf jeden Fall noch reinschleppen. Ja, oh ja, hier unten haben wir noch Stahl. Da können wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen was abbauen. Hier haben wir auch noch eine Menge Stahl. Aber ich glaube, so offensichtliche Sachen habe ich alle schon abgebaut. Ah, wir haben hier noch ein bisschen komprimierten Blastahl, den können wir auch noch mitnehmen. Aber ich glaube, das war's eigentlich so im Großen und Ganzen. Ich könnte natürlich jetzt hier noch ein paar Mal in die Berge buddeln, aber ich meine, an der Kolonie hier sieht man schon, dass hier auch so viel Zeug dann wieder offen liegt. Und wenn wir dann weitergehen auf der Weltkarte, würde in der nächsten Kolonie wahrscheinlich genauso viel Stahl offen liegen. Also ich denke mal, da werde ich auf jeden Fall immer ein bisschen was finden. Aber es ist schon mal gut, dass wir so große Reserven schon haben. Das passt schon mal ganz gut. So, hier müssen wir vielleicht auch noch mal gucken, dass wir ein Dach hinbauen. So. Aber das passt doch schon mal ganz gut. Kleine Skulptur ist jetzt auffällig, da können wir auf jeden Fall noch mehr herstellen. Weil wir können erstmal auch die riesigen Skulpturen machen, das ist ja auch kein Problem. So, und wir haben eine Transportkapsel fertig beladen, sehr schön. Und sind die auch schon fertig? Nee, die sind noch nicht fertig, aber die schicken wir jetzt mal rüber. So, und dann bauen wir auf jeden Fall die neuen Transportkapseln wieder. Ich weiß gar nicht, wie viele Bauteile haben wir hier? 33. Ist leider nicht so viel. Ich glaube, wir haben auch gar keinen Stahl. Also hier oben haben wir keinen Stahl in der Lagerzone. Das ist auch ein bisschen schade. Ah, das wird schon. Wir beschleunigen einfach noch ein bisschen. Und ich glaube, Energierüstung hatte ich auch rausgesetzt. Also es müsste die letzte sein, die hergestellt wird. Nee, nicht ganz. Dann machen wir hier mal eine Null. Und dann ist es die letzte, die hergestellt wird. Weil die Energierüstungen sind relativ teuer. Und ich denke mal, die Bauteile sollten wir vielleicht für andere Sachen verwenden. Und oh, ich habe das immer noch nicht fertig gebaut. Das sollte ich vielleicht auch irgendwie mal noch fertig bauen. So wichtig ist es zwar nicht, aber machen wir es einfach mal. Und ich hoffe, dass wir demnächst mal noch die hier rekrutieren können. Also der hier wird ein bisschen dauern, weil er halt eine Schwierigkeit von 99 hat. Türkis wird, denke ich, relativ schnell rekrutiert sein und Ramon wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Ja, 0,55%. Das ist nicht viel. So, und mit dem Kraftstoff geht es irgendwie auch nicht voran. Ich habe das Gefühl, die machen alle was anderes. Nahrungsmittelmäßig sieht's okay aus, würde ich sagen. Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen abgenommen hat. Wir haben jetzt zwar auch wieder ein paar Tiere geschlachtet, aber muss ich auf jeden Fall auch nochmal gucken, dass ich demnächst nochmal ein paar einschläfer. Und wie sieht's aus mit den Batterien? Ach ja, genau, die haben uns ja hier alles kaputt gemacht eigentlich. Ist das schon einigermaßen aufgebaut worden? Nee, überhaupt nicht. Das will auch anscheinend überhaupt niemand machen. Ja, die ganzen Stromkabel sind kaputt, die müssen auf jeden Fall aufgebaut werden. Aber irgendwie macht das keiner. Ich schau mal kurz, wir haben ja ein paar Bauarbeiter. Was macht denn der Ricardo zum Beispiel? Du errichtest ein Dach, okay. So, was machst du als nächstes? Du baust ein Stromkabel, okay. Gut, und wir sollten vielleicht hier mal den Schalter umlegen, damit wir wenigstens noch genug Strom haben, um alles zu versorgen. So, nämlich dann, ansonsten gehen mir halt die Nahrungsmittel kaputt und das wäre sehr schade. Und den Stahl können wir natürlich auch noch abbauen. Also, okay, wir haben ja schon 2800 Stahl mittlerweile gesammelt. Das ist natürlich eine Menge. Aber es fehlt, wie gesagt, an Bauteilen. Das wäre sehr wichtig. Wie sieht's aus mit den Nahrungsmitteln? Das verdirbt alles in einem Tag. Also, da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal was rüberschicken. So, die Kapseln sind auch fertig. Sehr gut. Ich würde sagen, ich schicke gleich mal noch mal ein bisschen was rüber zu essen. Beziehungsweise ich belade schon mal die Kapsel. Ich würde mal sagen, wir schicken noch mal, ich denke mal, 30 einfache Mahlzeiten reichen erstmal.
Den können wir abreißen und den können wir dann auch noch abreißen. Und Siotex und Nele sind untätig. Ich kann den zwei leider nichts mehr geben, glaube ich. Also ich muss mal gucken. Siotex jagen, Tierpfleger braucht halt alles nicht machen. Und Nele hat ja geforscht. Was kann sie denn noch? Kunst halt. Jäger, ja, Jäger brauche ich eigentlich auch nicht und Tierpfleger eigentlich auch nicht. Ist ein bisschen schade. Ich könnte noch mal gucken, dass ich vielleicht ein bisschen Holz hack, damit die sich weiter künstlerisch betätigen können. Ansonsten, ich weiß halt nicht, was ich mit den zwei machen soll. So. Ist auch noch ein verrücktes Tier, da schauen wir auch mal vorbei. Das ist natürlich in dieser Kolonie. Das greift auch nur Game No Life an. Ich mach mal kurz alle ins Safe-Gebiet. Beziehungsweise, okay, No Game No Life schafft das nicht. Dann nehme ich mal noch Tomatencreeper kurz hier mit. No Game No Life, du könntest mal hier so rumlaufen. Dann habe ich wenigstens zwei Kolonisten, die gegen das Reh kämpfen können. Dürfte ja eigentlich klappen. Ich lasse No Game No Life einmal schießen. Sehr gut, einmal hast du getroffen, jetzt kannst du laufen. So, ich hoffe, dass er nochmal trifft. Sehr gut. Lauf. So, wenn Tomatencreeper ein bisschen besser schießen könnte. Perfekt. So, das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Und ich glaube, ich hatte hier eben noch mal was gesehen. Genau. Den Stahl könnten wir eigentlich auch noch abbauen. Wir haben hier noch einen Grizzlybär. Ich hoffe, dass der uns nicht gefährlich wird. Und dann haben wir noch eine Transportkapsel mit 241 Reis. Ja, das brauchen wir eigentlich auch jetzt erstmal nicht. Na gut. Wie sieht's aus? 313 Kraftstoff. Es wird auf jeden Fall mehr. Vielleicht könnten wir dann doch noch mal hier in die Kapsel Kraftstoff reinladen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Wie viel Kräutermedizin haben wir? 74. Ja, wir haben so viel Kräutermedizin. Und ein Überfall. Sehr gut. Piraten. Wunderbar. Und natürlich in dieser Kolonie. Na, das ist nicht so schön. Aber ich hoffe, dass wir da ein paar gefangen nehmen können. Das wäre auf jeden Fall sehr gut. Strom haben wir genug. Batterien sind alle vollgeladen. Geschütze sind alle aufgebaut. Dann sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Ich schau mal kurz, was sie alles für Waffen haben. Präzisionsgewehr, leichtes Maschinengewehr, Knüppel, nee, Sturmgewehr, Energiegewehr und leichtes Maschinengewehr. Ja, das geht auf jeden Fall klar. Das sollte kein Problem sein. Ah, ich glaube, die bereiten sich auch jetzt noch vor. Okay, aber wir müssen hier eigentlich oben nichts machen. Wir könnten gucken, dass wir halt, ja, wir haben keine Bauteile momentan, oder? Doch, eigentlich Bauteile haben wir. Aber Stahl haben wir nicht, ja, okay, das ist das Problem. Naja, dann müssen wir halt warten, bis die angreifen. Aber das dürfte ja nicht zu lange dauern. Das Präzisionsgewehr würde ich eigentlich ganz gerne erbeuten. Aber ansonsten brauche ich, glaube ich, davon nicht wirklich irgendwas. Ah, jetzt macht er natürlich noch den Tomatencreeper den Feuerteufel. So, und da es so aussieht, als würde die eine Weile bleiben, schlägt Zwerg vor, der Gemeinschaft einen Namen zu geben. Ich nenne es einfach mal Sprung Kolonie 1. So, perfekter Name, oder? Könnte mir keinen schöneren vorstellen und ich werde mal die Lagerzone einen Ticken größer machen. So in etwa, dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz, um den ganzen Stahl zu lagern. Aber ich meine, wir haben jetzt mittlerweile 3660. Das ist schon eine ganze Menge. So, und ich hoffe, dass Tomatencreeper jetzt hier auch nicht rausläuft. Sonst könnte es natürlich ein Problem werden, aber ich glaube, er bleibt da oben. So, jetzt greifen sie endlich an.
Wow, ich dachte eben, da oben wäre schon irgendeiner, aber okay, das war nur eine Explosion von einem Kabel. Ich mache das Heimatgebiet mal ein bisschen kleiner. So, ich hoffe, dass Tomatencreeper jetzt nicht verletzt wird gleich. Aber er steht doch sehr ungünstig. Er steht wirklich sehr, sehr ungünstig. Oh, du hast sogar einen Kopfschuss bekommen. Oh, nein, Tomatencreeper, lauf einfach ein bisschen zurück, ja. Noch ein bisschen weiter zurück, noch ein bisschen weiter. Okay, sie greifen ihn wenigstens erstmal nicht an. Warum funktionieren die Geschütze hier nicht? Okay, hat einigermaßen geklappt, würde ich sagen. Gut, wir können einen gefangen nehmen. Das machen wir auch gleich mal. Das könnte dann Yasima schnell übernehmen. Und ja, gut. Der Löschschaum wird auch aktiviert. Sehr gut. So, dann fangen wir mal Ripley. Die Medizin können wir mitnehmen. Den hier können wir ausziehen. Und ich weiß nicht, wir müssten eigentlich. Okay, wir müssen Tomatenkleber eigentlich nicht helfen. Okay, das passt alles. Wir könnten ihnen aber ein neues Gebiss implantieren. Das wäre auf jeden Fall sehr wichtig, damit er wieder ein bisschen essen und sprechen kann. Da machen wir mal die Geschütze aus und dann müssen wir natürlich später noch das Stromkabel aufbauen. Und wir müssen auf jeden Fall hier noch ein bisschen was löschen, das wäre auch sehr wichtig. So, und ich würde mal sagen, wir machen das mit der Operation noch nicht gleich. Wir könnten vielleicht ihn auch rüberschicken. Warum klappt denn das jetzt mit dem Strom nicht? Ach so, stimmt, die Leitung ist ja in die Luft geflogen. Ah, ich hätte den Schalter umschalten müssen irgendwann. Verdammt, das habe ich natürlich nicht gemacht. Das hätte ich natürlich machen müssen. Okay, wir machen erstmal wieder alle auf unbegrenzt. Wir versorgen Ripley. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Oh, der hat Asthma. Das ist natürlich nicht so schön. Ich weiß nicht, ob wir den dann rekrutieren sollten. Ich lasse ihn, glaube ich, frei. Ja, ich lasse ihn frei. Wir versorgen einfach nur schnell Tomatencreeper. Komm, das lassen wir mal Yassi kurz übernehmen. Und Ripley können wir danach versorgen. Und wir sind auf komprimierte Bauteile gestoßen. Da kann ich auch mal gucken. Ja gut, das wusste ich aber schon vorher. Die habe ich ja, glaube ich, vorher schon gesehen. So, das ist natürlich jetzt richtig ungünstig, dass wir wieder keinen Strom haben. Aber es regnet glücklicherweise. Das ist schon mal gut. Dann können wir nämlich hier schon mal die Leitung wieder aufbauen. Und hier. Das müssen wir auf jeden Fall machen. So, und ich hoffe, dass das eine Stromkabel hier jetzt nicht noch abfackelt, aber doch, es fackelt noch ab. Aber ist nicht so schlimm, das bauen wir auch wieder auf. So, Yassi versorgt noch Ripley, das ist in Ordnung. Oh, der stirbt, glaube ich, in einer Stunde, ne? Oh, das könnte knapp werden. 0,8, 0,7. Aber bei, eigentlich sollte sie es schaffen. Ja, das schafft sie. Okay, jetzt hat er 1,4 Stunden. Das passt auf jeden Fall. Kannst du erst das Stromkabel bauen? Das wäre wichtiger. So, und ich weiß nicht, soll ich Tomatencreeper echt rüberschicken? Wir könnten ihn eigentlich auch hier versorgen. Aber an sich haben wir hier keinen sehr guten Arzt. Na, ich bin mir gerade unsicher. Ich überleg's mir gerade noch mal kurz. Ich will auf jeden Fall erstmal das Stromkabel noch schnell bauen.
damit einfach die Stromversorgung wieder steht. Na, bauen wir alles weiter hier. So, jetzt müsste es aber klappen, oder? Haben wir jetzt wieder genug Strom? Irgendwie nicht, ne? Die Leitung ist nicht verbunden, da ist noch was anderes abgefackelt, glaube ich. Ah, das eine Stromkabel ist noch nicht fertig, okay. Jetzt aber. Okay, wunderbar, wir haben wieder genug Strom. Batterien laden auch auf. Zwar relativ langsam, aber das geht schon. Und ja, den müssen wir auf jeden Fall, den hauen wir raus. Also jemand mit Asthma können wir jetzt, glaube ich, eigentlich nicht mehr in der Kolonie gebrauchen. Können wir den nicht irgendwie gleich rausschmeißen schon? Der müsste doch... Der ist doch jetzt wach. Doch, jetzt geht's, sehr schön. Okay, dann machen wir hier mal wieder den Gefangenen raus. Und dann werden wir hier mal schnell einen Kiefer implantieren. Ich bin am überlegen, wen ich das jetzt machen lassen sollte. Ich lasse es von No Game No Life machen. Ich denke mal, mit eine 4 ist zwar nicht so viel besser als eine 3, aber es wird schon passen. So, und ansonsten, wie sieht's aus hier? Verdippt in weniger als einem Tag, das ist nicht so schlimm. Kraftstoff, oh, 1800 haben wir mittlerweile, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, dann machen wir mal vielleicht vier Kapseln. Dann laden wir mal hier komplett den Treibstoff rein und nochmal 30 Mahlzeiten und Stahl. Wobei, Stahl brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr, ne? Ah, ich schick einfach noch ein bisschen Stahl mit rüber. Und was wir halt unbedingt brauchen, wären halt die Bauteile. Aber die brauchen wir, also das dauert halt ewig, bis die hergestellt werden. Und ich glaube, eigentlich müssten wir zwei Leute haben. Also gut, wir haben Kommandant hier und No Game No Life hier drüben. Aber ansonsten haben wir noch einen 15er. Ich glaube, sonst haben wir keinen 15er im Handwerk. Das ist ein bisschen schade. Ja, dann haben wir echt nur Kommandant, der das momentan herstellen kann, die Bauteile, und halt nur Game No Life. Das ist echt doof. Aber das wird schon passen. So, wir gucken jetzt noch, dass Tomatencreeper ganz gut versorgt wird. Ich hoffe, dass das klappt. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn er dann wieder reden könnte. Und natürlich essen. Also es geht auch. Also wenn der Kolonist keinen Kiefer hat, kann er trotzdem essen. Aber es dauert halt ewig. So, und ich glaube, es hat geklappt. Sprechen schlecht. Also du hast jetzt eine Zahnprothese bekommen. Die ist halt nicht so gut, aber... Naja, was soll man machen? Und die prügeln sich, das ist jetzt nicht so schlimm, dann sind hier jetzt Mahlzeiten verdorben. Dann schicken wir die auf jeden Fall gleich mal rüber. Ich hoffe, dass das jetzt alles schon eingeladen ist, aber ich glaube nicht. Ne, der Ladevorgang läuft noch, dann warten wir noch kurz, bis das erledigt wird. So, ich glaube, das wird jetzt ein bisschen dauern. Schauen hier nochmal kurz vorbei, wie es jetzt hier aussieht. Ja, das dauert halt jetzt alles ein bisschen. Bis wir das hier alles rübergeschickt haben, aber das ist ja nicht so schlimm. Hier müsste auf jeden Fall noch ein bisschen gereinigt werden, aber ich glaube, das, ja, da müsste ich die Heimatzone vielleicht ein bisschen größer machen. Und ansonsten sieht es doch eigentlich ganz gut aus. So, ich zwinge mal Kommandant noch ein bisschen hier die Sachen zu beladen. Und die Kapseln sind fertig. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, wählen wir die Gruppe aus und schicken die noch rüber.
So, und bauen dann auch gleich die nächsten Kapseln. So, wir sind schon wieder auf komprimierte Bauteile gestoßen. Sehr gut. Wie viel haben wir denn hier? 8, 10 Stück schon mal. Das ist schon mal gut. Und oh, hier unten haben wir auch noch mal Bauteile. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. So, dann haben wir doch relativ viele Bauteile schon. Stahl haben wir jetzt auch 5000 schon. Ich weiß gar nicht, ich könnte schon mal anfangen, hier auch ein bisschen Stahl reinzuladen. Das sollte ich vielleicht machen. Okay, ich habe keinen Treibstoff. Ich hoffe, ich muss die Kapseln auch noch den Füllstand erhöhen. Das ist auch noch wichtig. Ich hoffe, dass es gleich erledigt wird dann. Sieht aber nicht so aus. Können wir mal, Zwerg, kannst du mal ganz kurz die Kapseln ein bisschen befüllen? Und Lia und Marcel Davis haben Hunger? Wieso habt ihr Hunger? Wo bist du denn? Oh, hab ich euch eingesperrt? Nee, eigentlich ja nicht, oder? Ich müsste doch. Habe ich nicht hier Türen? Ich habe hier keine Türen reingebaut. Ups, das war vielleicht nicht so geschickt. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal. Ja, eine Holztür will ich da eigentlich nicht reinbauen. Mache ich jetzt aber mal kurz als Notlösung. So, dann könnt ihr auf jeden Fall durchlaufen. Und dann bauen wir da einfach eine Sandsteintür rein. Und Lia müsste da eigentlich jetzt auch durchlaufen können. Perfekt. Ja gut, da habe ich die aus Versehen eingesperrt. Das war eigentlich nicht der Plan. Dann müssen wir hier nochmal eine Sandsteintür reinmachen. Ich dachte, dass ich hier eine reingesetzt hätte, aber anscheinend ja nicht. Aber ansonsten, wie sieht es eigentlich aus? Ist das Stromkabel jetzt alles wieder komplett verlegt worden? Das sieht schon mal ganz gut aus hier oben. Hier unten ist anscheinend. Nee, hier unten ist noch nicht alles verlegt worden. Das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Also wir haben ja auch hier eine Tür drin. Das passt. Da können sie durchlaufen. Ja, das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Aber ich denke mal, die Stromversorgung sollte. Na, okay. Sie ist noch nicht stabil. Gut, die Windturbinen drehen sich auch nicht. Aber eigentlich. Ja, ich glaube, wir müssten noch mal Windturbinen bauen. Aber eigentlich dürfte es ungefähr passen. So, hier sieht es auch wieder ganz gut aus. Da können wir dann auch noch mal ein bisschen Plastahl reinladen, aber da würde ich jetzt auch noch mal ein bisschen warten. Und hier sieht es auch schon mal sehr gut aus. Und hier haben wir noch mal Bauteile, die baue ich auch noch schnell ab. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal wieder für die Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen. Moment, wir machen hier noch ein bisschen Stahl. Können wir jetzt auch noch schnell machen. Und die Bauteile hier oben. Und ja, dann würde ich sagen, war es das wieder für die Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wir haben es leider nicht geschafft, jetzt endlich mal hier die zweite Kapsel, die zweite, ja, Sprungkolonie zu bauen. Aber in der nächsten Folge wird es hoffentlich soweit sein. Ich habe gedacht, dass es ein bisschen schneller geht, aber ich glaube, ja, das Problem ist einfach der Kraftstoff, der muss hin und her transportiert werden. Aber ich denke mal, jetzt dürfte sich eigentlich der Kraftstoff hoffentlich langsam ein bisschen anhäufen. Und dann sollte das Ganze auch ein bisschen schneller gehen. Okay, dann war's das von mir. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.